Schwarzer Schnapper. Racist. Das ist bestimmt nicht politisch korrekt. Mit RT activaten im Inventar direkt. Zack. Gar keine Zeit verlieren. So. Schmusammeln ist eine Tugend. Ja. Jetzt quallen. Gib uns einen Harpunenaufsatz, Dings. Gerätschaftsmeisterung. Alter. Go, go. Schmutz. Schmutz am Stiel. Aber egal, gibt Fragmente. Hoppala. Hoppala. Jetzt müssen wir nach unten und unten müssen da Papa und unten müssen wir dann nach rechts, denn da war der Höhleneingang mit den zwei Dudes, beziehungsweise dem Dude und der Dudette. Ja. Beinknochen. So. Oh. Ihr seid ja lecker dicht beieinander hier. Aber leider hat es nicht gereicht. Schade. Nur ihr zwei beiden. Ihr zwei beiden Hübschen seid dicht aneinander geschwommen. Leider nicht dicht aneinander. Dicht genug. Lass mich doch hoch. Nee. Okay. Harpun, los. Yes! Ja, zumindest besser als vorher. Gib mir das. Schnell. Jetzt gib mir das. Schnell. Und hier drüben ist nichts. Okay. Aber hier unten, vielleicht. Nein, nur Autsch. Viele Autsch. Ah. Wieder mal mit Gesicht gebremst. Nicht gut. Das tut weh. Und es ist warm. Ich will nicht mehr. Komm mal, Scheiße. Eigentlich mag ich Sommer, aber Sommer ist zu warm. Du bist ja klein und türkis. Interesting. Ah. Kashmir-Alge. Mit Alme meine ich Alge. Piep. Nice Dice. Oh. Olivenöl. Na, hoffentlich war der Korken richtig zu. Maas, hier geht's gar nicht runter. Schiebung. Schiebung. Oh. Frage ist, wenn ich den Ventilator so hinstelle, habe ich nicht direkt einen Plus. Oh Gott. Ist es dann störend oder nervt? Weiß halt nicht, was Tiggerler jetzt hier von uns möchte, eventuell. Können wir denn eigentlich mehrere nebeneinander machen? Und die dann pillen? Okay, es gehen nicht alle gleichzeitig. Wow. Du kleiner Flitzer, du. Kann der auch gegen so Zeug bonken? Nee. Jetzt wird's aber langsam knapp.
Ah. Er blutet schon. Oh Gott. Mist, Mann. Yes. Wir sind einfach solche Killer. Das ist einfach krass. Wir sind so gut. Wir sind einfach so gut. Manchmal träume ich von uns. Und wach dann auf und denke mir so, oh, das ist gut. Nice. Klein war. Ba, 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 ba. Cha, cha, cha. Also Kistengewicht müssen wir unbedingt hoch machen. Das ist ja übelst. Ah, wir könnten mal Sauerstoff zu uns nehmen. Okay, wir müssen nach weiter rechts, sagt die Missionsmarkierung. Achso, ich wollte mal gucken. Sekündchen. Nur einen Moment, kurz. Scheint nicht auszulösen, oder? Nice. Das ist gut. Wie klingt ich nicht wissen? Oh, guck mal, wir hätten jetzt 50 Fische auf einmal fangen können. Das hätte bestimmt einen Erfolg gegeben. Fange 30 Fische auf einmal. Oder 7 mit einem Streich. Oder Massenvernichtung. Okay, cool. Wir brauchen doch sogar noch einen Barracudaer, oder? Oder? Barracudaer? Nein! Ne, brauchen wir nicht. Na gut. Werde ich umsonst meine Geheimwaffe genutzt. Den zitternden Arm. Flakon. Oh, das war irgend so ein Rapper, Flakon. So, zack, zack. Nehmen wir Algenwacker-Maul. Und hier ist wieder ein Gerippe. Hier ist voll offen. Voll untypisch. Normalerweise ist ja immer überall... Was ist denn los, ey? Ich krieg nur Blödsinn. Das ist voll nicht cool. Wir brauchen sowas. Ab nach unten. Ja, ab, ab, ab. Dich brauche ich. Ich bin gerade so verwirrt. Das ist ja süß. Ich bin gerade so verwirrt gewesen wegen dem Sound. Wegen dem Sound. Ich dachte, das kommt von außerhalb des Spiels. Aber es ist halt einfach nur die Musik. Sehr witzig. Ja, genau, direkt zu dem Vieh. Aua. Na, dann gibt's mir halt. Mann. Ich komme wieder und dann mache ich dich weg. Muss man halt nachts killen, I guess. Oh, ist schon wieder so ein Vieh. Siehst sehr aus wie Tod und Verderben. Siehst aus wie die Mumie aus Zelda 64. Was haben wir denn da? Bombenfalle mit Sensor. So. Hallo, ihr beiden. Ich habe etwas Korallenbrei mitgebracht. Oho, du hast ihn tatsächlich mitgebracht, Schnüffel. Ich meine, scheint in Ordnung zu sein. Schnüffel.
Ramo, das ist Korallenbrei. Ich habe ihn selbst zubereitet. Liebster, das war der Wahnsinn. Es geht mir schon so viel besser. Ich habe kein Martin-Tage gesehen. Danach kann ich mich nichts mehr erinnern. Na, nur ein Mensch. Was macht denn ein Mensch hier? Nun, man könnte sagen, dass ich dich gerettet habe. Ich habe den Riesenkeimer besiegt und dir den Korallenbrei gebracht. Ich bin jetzt hier, um deine Hand anzuhalten. Ist das so? Warte, Ramo, so war es nicht. Ich bin eigentlich derjenige, der... Also gut, Mensch. Du sollst mich in mein Dorf zurückbegleiten. Ich? Warum sollte ich das tun? Ich bin eine Dame und ich bin verletzt. Du musst verhindern, dass mir etwas Gefährliches passiert. Ramo, ich kann dich begleiten. Suvam, geh voraus und kundschafte unseren Weg aus. Was? Wie kannst du dich von einem Menschen begleiten lassen? Ich kann dich beschützen und... Du hast ja nicht einmal die Dorftaktikprüfung bestanden. Es war schon schwierig genug, hierher zu kommen. Oh, das ist ein Wunderpunkt für mich. Suvam, hör auf, dich zu beschweren und halte Ausschau nach dem Weg, der vor uns liegt. Was dich angeht, Mensch. So wirst du mich auf deinem Rücken tragen müssen. Auf meinem Rücken? Ist auch so schwer genug, sich hier unten zu bewegen. Ah, meine verletzte Flosse tut schon wieder so weh. Du bist unmöglich. Bring dich ins Dorf und das war's. In Ordnung? Suvam, verpiss dich. Gelangen mit Ramo auf dem Rücken sicher zum Zielort. Ramo hat die Fähigkeit Röhrenwurmpfade zu öffnen. Achte genau auf deine Umgebung und eskortiere sie sicher. So. Sie hat ja HP. Nice. Ah, ich muss das gedrückt halten. Das heißt, ich setze sie immer dann ab, wenn ich eine Granate setze. Jetzt mal aufhören zu stöhnen, Junge. Das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Kann ich mit dir zusammen Speedo machen? Nee, ne? Ja, nice. Los, zeig, was du kannst. Die müffelt. Oh, ich wusste's. Deswegen stöhne ich auch so. So warm, wo bist du? Stimmt, die Dorfprinzessin. Hat wurde bestimmt erklärt, aber... Gut, folge mir. Pass auf, dass Ramo nicht verletzt wird. Er müffelt auch. Sie müffelt wenigstens pink. Oh ja. Guck nicht so böse, ey. Ich rette dich hier. Bitch. Unbelievable. Was ich mir hier alles geben muss. Sieht aus wie Princess Peach, aber verhält sich wie Princess Was ist das für eine Vibration? So eine Stärke erlebt man nur selten. Ist etwas mit dem Dorf geschehen? Wir müssen schnell zurückkehren. Beeil dich, Mensch. Dann halt mich nicht dauernd auf, Mann. Ich versuch's ja. Lila Sichter. Wabi, ba, was willst du denn von mir, du kleiner Bell? Das könnte, müsste, sollte, vielleicht und so. Wir machen mit dem jetzt keinen Schaden mehr, ne? Das ist jetzt richtig keck. Das hätten wir nicht machen sollen. Suvam, beschütze uns. Ganz schön dramatisch, Mensch. Vor allem mit der Musik. Könnte doch eine MacGyver-Folge sein.
Hey Mensch, sag bloß, du bist schon müde. Bring sie vorsichtig her. Pass mal auf, mein Freund. Was hast du denn schon geleistet? Sie könnte locker mit ihrer Flosse helfen. Achso, sie ist hier verletzt. Achso, hier hätten wir aufsprengen können, oder? Ist ja belastend. Belastend. Oh nö, das sind ja Assi-Quallen. Oh oh. Schlaf, mein Kind. Oh, der hat doch schon gekitzelt. Peng. Nice, dice. Ich hoffe, dass wir jetzt lower sind. Ist nicht böse. Los, Prinzessin. Jetzt sind wir gleich zu deep und dann dum dum dum. Du bist ein lieber kleiner Spitzkopf Schwalbenhaiadler. Ich hoffe, wir müssen hier rein. Oh gut. Okay, das ist jetzt belastend. Wortwörtlich. So, wo bist du nur? Ich will das haben, was ist das? Fangen Sie stehen. Haben wir glaube ich schon, oder? Sicher, ich weiß es nicht. Bist du das normale Zeug, was wir mal kriegen? Sieht nicht so aus. Ich will es haben. Gib mir das. Gib mir das. Dann schmeiß was weg. Los. 15 Kilo? Junge. Barracuda brauchen wir nicht unbedingt, Alter. 15 Kilogramm. Digga. Ramo, Lisa, unser Weg hinein wird von Felsen versperrt. Suchen, ach dich nützlich. Oh nein, was ist passiert? Das müssen die Vibrationen von vorhin gewesen sein. So warm, lass dir was einfallen. Ich muss schnell zurück, bevor ich noch übleren Ärger von meinem Vater bekomme. Ja. Vielleicht können wir einen Weg freimachen, indem wir den losen Felshaufen da drüben zum Einsturz bringen. Wenn wir ihn umstoßen und zu Fall bringen, könnte das glatt klappen. Nun, ich schätze, es könnte funktionieren. Aber wie bringen wir die Steine zum Fallen? Mit einer Mine natürlich. Ich sehe dort drüben einen Pfahl. Vielleicht sollten wir ihn herausziehen. Mensch, kannst du den Pfeil da drüben herausziehen? Der Pfeil? Ich glaube, mit den Handschuhen, die ich trage, verletze ich mir nur die Hände. Ich könnte es wahrscheinlich mit Handschuhen machen, die feste sind und einen besseren Halt bieten. Mit denen kann ich vielleicht auch die Seeigel aufheben. Ich bin Dr. Bacon. Dave, Verzeihung, ich habe das Mikrofon mitlaufen lassen, weil ich vor Neugier gestorben bin, worüber ihr euch unterhaltet. Wenn du veredelte Taucherhandschuhe benötigst, kann dir mein Labor sicher weiterhelfen. Neue Handschuhe? Ha, Ausrüstung geht Hand in Hand mit der Kunde, nicht wahr? Komm zum Boot. Okay. Ja, aber... Ich glaube, es gibt einen Weg. Kannst du einen Moment hier warten? Moment mal, Mensch. Du willst Rama an einen so gefährlichen Ort zurücklassen? Zum Glück bin ich ja hier, um sie zu beschützen. Komm trotzdem schnell zurück, ja? Dass der Pfad zum Dorf immer noch blockiert ist, beeil dich und tu etwas. Doch. Räume den Weg eigentlich frei, Mensch. Eure Mütter, ey. Sie seid ja nicht knorken, ne? Schnell. Schwimm um dein Leben. Wortwörtlich.
Der Weg zum Dorf, blablabla. Der Weg zurück zum Dorf des Seefolks. Hm? Wie faszinierend. Meine Bau hat einige Taucherhandschuhe entwickelt, die für Begärung von Artefakten verwendet werden können. Verstehe, damit sollte ich den Pfeil herausziehen können, ohne dass mir die Hände abrutschen, richtig? Ha, natürlich. Sie haben verschiedene eingebaute Sicherheitsmaßnahmen, mit denen du in den Fehlen auch viele andere Gegenstände bewegen kannst. Der lange Tauchgang muss anstrengend gewesen sein. Ruh dich aus, ich erkläre dir morgen alles. Ich komme morgen früh zum Boot, ja? Ich bin Dr. Bacon. Ja, aber ich kann jetzt nicht. Guck mal, Feuerwerk, Digga. Oh, 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 Dr. Bacon. Quallenfest, Okok. Säuersoß. Bonus. Davina. Okay. Wir lassen sie erstmal heimkommen. Wenn wir wieder Golle haben, dann können wir sie auch ein bisschen pushen. Vielleicht bringen sie dann mehr mit. So, go, auf zum Sushi. Bin so gespannt. Das wird die Party des Jahrtausends. Pancho wird die Bude rocken. Bin ganz sicher. Sieht aus wie eine Schülerin. Hm, wir haben noch nicht offen, Kleines. Fingerpuppe. Hallo, Kleines? Du bist eine Schülerin, oder? Wir haben noch nicht offen, komm später wieder. Hör mal zu, du! Ich hab dich schon das erste Mal verstanden, also hör auf zu labern! Wie bitte? Es tut mir leid, das war ich nicht. Du blöder Kugelfisch, hol mir Essen los! Was um alles für eine Welt geht hier vor sich? Ich glaube, ich habe darüber schon etwas gelesen. Es gibt eine Therapiemethode, bei der der traumatisierte Kinder durch Puppen sprechen. Puppe? Wie kannst du es wagen? Idioten verdient es nicht zu leben! Das könnte eine komplizierte Angelegenheit sein. Fragen wir sie erst, was sie möchte. Kombo und weiße Pferdemakrele und zwar sofort! Das klingt nach einem Gericht für alte Herren oder so. Ich weiß zwar nicht, was genau vor sich geht, aber wir sollten ihr bringen, was sie möchte und mit ihr reden. Kombo und Ochazuka aus weißer Pferdemakrele. Schauen wir uns erst einmal die Zutaten an. Im Hintergrund. Zutaten. Algese. Ziehen wir jetzt irgendwie die Zutaten, die wir jetzt brauchen? Nett. Können wir es denn einfach machen, maybe? Wir haben's. Wir haben's. Das ist ja der blanke Wahnsinn, ist das. Aber die Frage ist, was ist passiert, wenn das jemand anders will? Das können wir nur eher in ihr geben. Also da gehen wir jetzt nicht auf Eden. Also muss das auf die Karte. Okay, jetzt kommt unsere Stunde. Verräten? Nein. Bam. Okay. Wir machen alles rein, was mit Qualle zu tun hat. Wollen wir diese verräten? Diese können wir verräten. Los geht's. Pancho, tu es. Ich meine, Pancho, tu es. Ich werde verräten. Das haben wir schon länger nicht mehr gehabt. What? Okay, können wir es nochmal veredeln, ohne dass es arg blöd wird? Nee, ne? Können wir nochmal. Okay, cool. Dann machen wir die 5 dazu. Okay. Davon haben wir ein paar. Die Rippenqualle. Können wir auch ein paar mal machen. So, nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Ich weiß halt jetzt nicht, wie lange so ein Fest geht, ne? Die Party des Jahrtausends. Wir packen rein, was wir können. Einfach nur, damit es nicht schief geht.
Ich würde aber sagen, wir nehmen auch noch Gerichte mit, wo einfach mehr Leute gleich davon essen können. Immerhin haben wir auch noch Probleme mit Wasabi, wenn es zu schnell leer geht. Wasabi. Okay, die zwei sind ziemlich gleich auf. Das heißt, wir können das auch mal halt veredeln. Und dann noch einmal. Und dann noch einmal. Und dann noch einmal. Und jetzt rein damit. Und dann nehmen wir noch was Fancyes. Sowas hier. Richtig geiles Essen. Zwei Stück. Einer. Oder machen wir nur. Machen wir nur Quallenkram. Komm, wir machen Themenparty. Aber das Problem ist ja, die Kleine will ja auch noch. Was ist, wenn wir nur... Aber die Quest wäre ja auch nice, ne? Aber hoffentlich cancelt die uns nicht unser Fest. Aber ich würde das sogar mitnehmen. Guck mal, wie viel Geld. Komm, das eine fällt nicht auf. Wir nehmen auch nur eins mit. Ah, schon. Komm, das können sie eh nicht so viel leisten. Zack. Können wir nicht? Moment. Können sie was lernen? So, was ich aber eigentlich gucken wollte war... Nee, okay, bei den Getränken können wir nichts verändern. Nice, ich bin so gespannt. Die muss dieses komische... Wir gucken nochmal, wie es aussieht. Okay, die weiße Schüssel ist ihrs. Los geht's, Jungs und Mädels. Er macht es direkt als erstes. Los. Render. Hopp. Ja. Oh, yeah. Wo bin ich? Warum weinst du denn plötzlich einfach los? Ich schmeckt einfach so gut, du. Es ist einfach so gut. Verdammt nochmal, es ist so gut. Es erinnert mich. Mein Papa. Was geht hier vor sich, Kleines? Mein Name ist Maki und ich suche nach meinem Papa. Papa brach vor einer Weile auf, um die Tiefen zu erkunden, aber ich habe den Kontakt zu ihm verloren. Sein Lieblingsessen war Kombu und Ochazuke. Oder Ochazuke. Keiner weiß, wie es ausgesprochen wird. Aber es wird aus weißer Werde-Margrede gemacht. Und ich habe gehört, dass es hier... Es gibt... Plus Deutsch. Also kam ich vorbei, weil ich dachte, vielleicht wäre er hier. Das tut mir leid. Wenn ich jemanden sehe, der wie dein Vater aussieht, werde ich es dir sagen. Und was ist das für eine Puppe? Ich weiß, ich rede die ganze Zeit mit ihr, aber es kommt so rüber, als wäre er jetzt ganz normal. Das ist ein sehr irgendes Stofftier. Mein Papa gab mir das, bevor er ging. Oh, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Es geht um Seeengel. Ich habe noch nie einen echten Seeengel gesehen. Kannst du mir einen fangen? Sind das diese kleinen, blauen, süßen Dinger da, die ich fangen wollte? So etwas Kleines kann man nicht mit deiner Harpune fangen. Aha! Was können wir tun? Vielleicht könnten wir ein Netz nehmen. Könnten wir das hier benutzen? Oh, ein Insektennetz? Das könnte funktionieren. Alles klar, ich werde es ausprobieren. Doch, wartest du, du Naturvirus? Zieh deine Strumpfhosen an und spring ins Wasser! Es tut mir so leid. Ich kann meine Gefühle nicht gut kontrollieren. Schweigsames Mädchen, fange kleine Kreaturen. Du kannst das Insektennetz verwenden, um kleine Kreaturen wie Seepferdchen und Seeengel zu fangen, die sich nicht mit der Harpune erwischen lassen. So, Kinders, wir haben hier Arbeit. Oh Gott, beeilt euch.
tut es. Oh Gott, es ist so viel, steht so viel im Spiel. Lauf dahin, renn doch schneller. Junge, komm schon. Komm schon. Was ist das denn? Nein. Mach du das, Kyoko, bitte. Oh Gott. Also das mit Bier-Einschenken ist ja furchtbar gewesen ganz gerade. Nein! 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 Komm, ich probier's nochmal. 20% Schaum. Warte. Okay, verstehe. Ich glaube, das geht. Ja, jetzt nimm doch die. Ein schwerer. Okay, wir müssen quasi den Schaum vertreiben. What? What? Wie? Was? Wieso? Was? Ah, es gibt doch eine 3 oder so, oder eine 2 oder eine 1,5. 1,5. Hier sind so viele Insekten am Start. Okay, 4,4. Aber keine 5, aber 4K, Junge. Ach, Mann. Das hätte der beste Abend sein können. Ja, aber... Die komischen Leute sind happy. I guess. Also Bier einschenken. Muss ich da vielleicht mit dem Ding so ein bisschen zielen? Statt einfach nur einzuschenken? Oder geht es dann von alleine weg mit dem Schaum? Maki, Maki. Ja, das sind die speziellen Tauchhandschuhe aus unserer Forschungswerkstatt. Mit denen kannst du verschiedene Objekte im Wasser aufnehmen. Warum probieren wir sie nicht gleich aus? Spring ins Wasser. Okay. Ja, aber... Ich will aber erstmal... Aber... Ich will... Ich will... Gib mir doch... Na gut, dann gehe ich halt ins Wasser. Blöd, Mann. Dr. Blödmann. So, dann schauen wir mal. Objekten, die man aufnehmen kann, erscheint eine Schaltfläche, wenn man sie sich in die Nähe hat. Nimm die erste Mal einen Felsen wie diesen Felshaufen da drüben und lass sie dann wieder fallen. Das Holz ist schwach, es sollte leicht zu durchbrechen sein. Okay. Gib mir das! Ja, ich kann es nicht aufheben. Wow, ich bin so stark, Mann. Los, Mann. Wow, sehr gut, begeben wir uns nun hinab. Gib mir das! Hallo. Die Strömung ist stark. Schnapp dir diesen Anker, sodass sie dich nicht mitreißt. Easy. Gut, du kannst Objekte wie zum Beispiel diesen Anker greifen. Das ist praktisch, wenn du starke Strömungen gerätst. Aber. Oh, da hinten ist etwas Glänzendes. Greife den Pfeil vor dir und zieh ihn hin. Zieh an ihn. Sehr gut gemacht, jetzt ist der Weg offen. Nimm dir den Schatz weiter oben, bevor du wieder auftauchst. Weiter auftauchst, wieder auftauchst, irgendwas auftauchst. Dr. Bacon. Es sieht so aus, als wäre Dr. Bacon nach seiner Erklärung schon wieder abrupt verschwunden. Jedenfalls sehen diese Taucheranschlüsse so aus, als könnten sie sich als sehr nützlich erweisen. Ich habe gehört, dass es sie voll auf dich wartet. Geh da runter und versuch den Pfeil rauszuziehen. Ja. Hast du was für mich? Hey, Cobra. Nice. Gekauft. Nehme ich. Warte mal. Kann ich das Zeug? Nee, kann ich nicht. Schade, ich dachte, kannst du vielleicht hier benutzen. Ah, Pudenwumme. Okay. Er ist Dr. Bacon. Eye Diver. Boah, ist das alles teuer?
Ja. Aber manchmal muss man einfach in den sauren Apfel beißen. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Ich bin Dr. Bacon. Also sage ich erstmal. Tschüss mit Ü.